Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe zum Jahresende nochmal ein neues Format eingestellt und zwar heißt das Eingestellt. Zack, Stempel drauf, genau. Und zwar möchten wir in diesem Format einfach immer mal wieder Ergebnisse von uns und von unseren Partnern, Ihnen einmal zeigen und auch näher bringen, was einfach möglich ist und welche Resultate geliefert werden. Und dabei wünsche ich Ihnen jetzt gleich viel Spaß. Mein Name ist Lukas Kronemeyer, ich bin Leiter Projektmanagement und Marketing der Sanol Media GmbH und wie bereits angekündigt geht es in diesem Format eben darum, mal echte Zahlen, echte Ergebnisse unserer Kunden und Partner zu präsentieren. Dabei geht es jetzt nicht einfach darum zu sagen, ja, hier wurde jemand eingestellt, sondern wir möchten einfach mal mit echten Zahlen, mit echten Daten und wirklich auch Fakten nahelegen, wie waren die Probleme unserer Partner, was haben wir da für Lösungsansätze umgesetzt und dafür dann eben auch erfolgreich für Einstellungen gesucht. In diesem Fall geht es um unseren Partner Waselkrane, super interessantes Unternehmen, so ein kleiner Hidden Champion würde ich fast sagen. Und es gab Einstellungen in unserer Zusammenarbeit aus den letzten 4 bis 5 Monaten und da fangen wir einfach auch mal direkt mit der ersten Stelle an. Grundsätzlich sei erstmal nochmal gesagt, das Problem oder die Herausforderung, vor dem Waselkrane da stand, war einfach das ganze Thema, dass über die letzten Monate immer weniger Bewerbungen oder auch kaum bis gar keine Bewerbungen auf die offenen Vakanzen kamen und sich da einfach Hilfe gesucht werden wollte. Und einfach auch das Thema der kurzfristigen Bedarfe. Es waren einfach Vakanzen offen, die kurzfristig bedeckt werden, die kurzfristig auch beworben werden sollten. Und das waren so die größten zwei Herausforderungen. Grundsätzlich ging es dann für uns erstmal darum, auszuarbeiten, was macht dieses Unternehmen, was macht diesen Hidden Champion Wasel da eigentlich so spannend als Arbeitgeber, vor allem auch als starker, sehr starker regionaler Arbeitgeber, da sie sich absolut wirklich nicht verstecken müssen. Und da ging es einfach mal auszuarbeiten, was macht das Unternehmen besonders, aber was macht auch diese Stellen besonders, denn das ist jetzt nicht so ein, etwas Alltägliches, sondern wirklich auch ein spezielles Aufgabengebiet. Und dann ging es darum, das Ganze erstmal natürlich aufzuarbeiten und da dieses ganze Thema der Öffentlichkeitsarbeit, gerade über die Social-Media-Kanäle, so noch gar nicht präsent war, musste man das ganze Thema natürlich auch erstmal aufarbeiten, dass man es dafür auch verwenden konnte. Heißt, wir haben gemeinsam Wasel da erstmal ins richtige Licht der Interessenten gerückt, der Bewerber gerückt und Wasel auch wirklich als interessanten und auch vor allem spannenden Arbeitgeber präsentiert, wo man sich auch gerne bewerben möchte, wo man gerne anfangen möchte. Das Ganze hat nicht nur regional am Hauptstandort stattgefunden, sondern eben auch deutschlandweit verteilt. Es gibt mehrere Standorte, die teilweise im Ruhrgebiet, teilweise im Osten Richtung Berlin verteilt sind. Das heißt, es war jetzt nicht nur damit getan, das einmal für einen Standort irgendwo aufzusetzen, sondern wir haben das eben örtlich gebunden und das eben auch auf den Bewerbungsseiten repräsentiert und explizit zu den Stellen auch festgelegt. Denn es war immer ein großer Wiedererkennungswert, gerade über das ganze Thema Bilder, was dort präsentiert wurde, einfach das gut umzusetzen. Wir fangen einfach mal mit der ersten Stelle an. Da ging es um das ganze Thema Disposition und da konnten wir 2 Einstellungen tätigen innerhalb der Zusammenarbeit und wir haben da einfach so ein Werbebudget eingerechnet von pro Monat um die 450 Euro eben für alle notwendigen Plattformen an der Stelle, also sei es jetzt nicht nur Facebook oder Instagram und kommen dann so circa auf eine Kosten pro Einstellung von 295 Euro einfach über die Kampagne hinweg, sodass das Ganze dann auch zwischenzeitlich auch immer wieder pausiert werden konnte, damit Bewerbungen abgearbeitet werden und das Ganze natürlich auch dann mit der Einstellung erfolgreich war. Das nächste Thema ist der Außendienst bzw. der technische Außendienst, der halt den Partnern und Kunden von Wasel an der Stelle unterstützend zur Seite steht. Also auch ein Job natürlich mit Reisebereitschaft. In dem Bereich konnten wir bis heute eine Einstellung tätigen und auch dort wieder ein Werbebudget von um die 450 Euro eben entsprechend für die notwendigen Plattformen eingesetzt. Hier ist jetzt eine Einstellung betrugen so im Kostenbereich so um die 560 Euro. Ist auch eine höher qualifiziertere Stelle. Dementsprechend wurde da auch schon ganz gut ausgewählt anhand der Bewerber, wo auch immer mal wieder im Qualifizierungsprozess dann natürlich mal etwas angepasst wird.
wird, damit man eine hohe Qualität der Bewerber erhält. Eine weitere Stelle, die besetzt werden konnte, ist eine spezielle Sachbearbeitung. Hier sind wir mit einem Budget von um die 600 € pro Monat, muss man sagen, drangegangen. Und dort hat es bis zur Einstellung ja circa um die 800 € gekostet. Hier ist einfach zu sagen, je nachdem, welches Budget man hat oder welches Ziel man eben auch hat, braucht man jetzt eine Stelle sehr kurzfristig? Ist das eine langfristige Planung? Oder was möchte man da einfach mit erreichen sozusagen? Am Ende ist es klar die Einstellung, aber in welchem Zeitraum zum Beispiel oder auch in welchem Umkreis, wo befinden wir uns örtlich? All das muss man natürlich immer so ein bisschen auch beachten bei der Budgetauswahl. Da bekommen unsere Partner immer auch eine Empfehlung von uns mit an die Hand. Das heißt, anhand dessen, was ja, sich aus der Stelle ergibt oder was wir danach in der Kampagnenplanung auch sehen, empfehlen wir auch immer noch mal ein Werbebudget. Das heißt, da müssen sich unsere Partner gar keine Gedanken machen, dass sie da zu viel, zu wenig ausgeben oder die Angst haben, nicht gesehen zu werden. Die letzte Stelle, die ich heute einmal mitgebracht habe, die besetzt worden sind, beziehungsweise es sind sogar zwei, ist das ganze Thema Kraftfahrer. Wir reden da von speziellen, zum Beispiel Kranfahrzeugen, die dort besetzt wurden. Und dort sind wir auch eben wieder mit einem Werbebudget von um die 450 € pro Monat rangegangen und haben hier Kosten pro Einstellung von knapp 500 € einfach innerhalb der Zusammenarbeit erreicht. Das soll einfach mal so ein kleiner Einblick gewesen sein, eben in einen unserer Partner, was dort auch wirklich an Einstellungen und wirklich auch einfach mal an Zahlen, was notwendig war oder auch notwendig ist, damit Sie sich da eben auch mal ein Bild von machen können, was man da so kalkulieren kann oder kalkulieren muss, immer natürlich auch individuell abgestimmt auf Sie. Wenn Sie jetzt sagen, das ganze Thema ist interessant für Sie, Sie möchten das auch mal noch mal näher erfahren, vielleicht auch mehr Details erfahren, mal in so einer persönlichen Beratung von uns auch mal für Ihre Stellen erste Empfehlungen wirklich mit an die Hand bekommen, dann melden Sie sich doch gerne mal unter unserer Webseite zum Beispiel www.sanol-media.de oder rufen uns einfach mal direkt an. Dann schauen wir uns mal wirklich individuell Ihre Situation an. Wie sieht es bei Ihnen im Unternehmen aus? Welche Stellen sind dort offen? Was wollen Sie besetzen? Und Sie kriegen direkt erste Lösungsvorschläge, aber auch Tipps und auch hier und da mal einen kleinen Trick mit an die Hand, wie Sie das Ganze auch wirklich professionell umgehen können. Und da freue ich mich schon dann auf Ihren ersten Kontakt, melden Sie sich bei uns. Ich freue mich drauf, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und hoffe, das neue Format hat Ihnen gefallen. Alles Gute!